Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach diesem ersten atemberaubenden Programmpunkt in unserer heutigen Gala schreiten wir zum zweiten, nichtsdestotrotz weniger atemberaubenden Programmpunkt. Es erscheint in Kürze hier in der Manege, speziell aus Uganda, wo er gerade Urlaub gemacht hat, Koloman, der stärkste Mann der Welt, und seine charmante Isabella, seine Assistentin, die Sie schon im ersten Durchgang mehr oder weniger kennengelernt haben. Ich bitte die zwei erneut in die Manege und einen heftigen Applaus. Bitte Bühne frei für Koloman, den stärksten Mann der Welt, und seine charmante Assistentin Isabella. Kolomans Besonderheit ist, dass er, Sie sehen selbst diesen enormen Brustkorb, der in jahrelanger, diffiziler Kleinarbeit muskulös ausgestattet wurde. Und er wird jetzt hier als stärkster Mann der Welt ein Gewicht heben, was selten nur möglich ist. Es handelt sich sage und schreibe um 400 Kilo schwerer, eiserner Metallkugeln, die er mit seinen kräftig gearteten Händen roh packt und in einem durch in die Höhe wuchten wird. Es ist ein schier atemberaubender Kraftakt, der jetzt auf Sie einwirken wird. Ich bitte Koloman mit der ersten Charge, ich muss dazu sagen, es wird sich steigern im Laufe des Abends. Er wird über sich hinauswachsen, und neulich in 5 Kilometer Gronauburg hat er ein Gewicht von sage und schreibe 1,5 Tonnen auf einen Sitz in die Höhe geworfen. Natürlich muss er zitzelweise klein anfangen, und ich bitte jetzt um den ersten Hub sozusagen. Meine Damen und Herren, eine sensationelle Leistung. Der erste Hub, 400 Kilo, wie Sie sehen. Wir steigern jetzt das Gewicht, verdoppeln es, ja, 400 Kilo auf 800 Kilo. Und ich bitte die charmante Assistentin, wenn sie hier die Zusatzgewichte anlegen wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach dieser schier unmenschlich anmutenden Hubleistung treiben wir es aber heute auf die Spitze, und wir werden dieses spezielle Titaniumgewicht verteilt auf zwei riesengroße Kugeln noch einmal verdoppeln auf sensationelle 1600 Kilo, das heißt auf jede Hälfte 800. 800, meine Damen und Herren, das ist absoluter Rekord, das ist ein mittelschwerer Traktor, möchte ich dazu sagen, der hier von einer Person in einem Zug mehr oder weniger gehoben wird. Ich bitte um einen Sonderapplaus. Ich bitte Isabella, wenn du das Gewicht noch einmal verdoppelst. Ja, meine Damen und Herren, man kann sich auch zu viel zumuten. Wiedersehen. Danke, dass Sie heute bei uns da gewesen sind.